Und wir leiten damit eigentlich auch direkt ein. Wir starten nämlich direkt mal einen schönen Abend mit einem Märchen. Ich kenne das auch von unseren Kindern. Da kann man auch mal abends noch ein Märchen vorlesen. Allerdings für euch nicht zum Einschlafen, sondern zum richtig Wachwerden. Wir haben nämlich noch Kollegen von Felix hier, von Kegon, die ein Märchen uns erzählen von einer Transformation. Und ja, vielleicht kannst du was über die beiden kurz sagen. Ja, also sowohl die Caro als auch der Manuel sind beides erfahrene Berater, die schon mit vielen Kunden zusammengearbeitet haben, viele Projekte gesehen haben, und die haben einfach ihre Erfahrungen zusammengetragen und in Märchenform aufbereitet. Und ich bin wirklich gespannt, was wir jetzt heute hören werden. Ja, so. Dann bleibt uns eigentlich nichts mehr zu sagen, außer willkommen, Caroline, willkommen, Manuel. Feuer frei. Ja, hallo, herzlich willkommen auf der Tools for Agile Teams. Wir sind live. Das ist ein Live-Vortrag. Und ich habe mitgebracht die Caro, wie Felix schon gesagt hat, erfahrene Beraterin bei Kegon, Spezialistin für das Thema Lean Portfolio Management und nebenbei auch noch Yoga-Trainerin. Genau, auch von mir ein ganz dickes herzlich willkommen heute Abend. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir so ja gesund und munter hier heute Abend versammelt sind. Ich darf den Manuel ganz herzlich begrüßen. Wie gesagt, Kollege bei Kegon, Trainer und Berater, schon ganz lange in agilen Projekten unterwegs, selber ganz viel agil gearbeitet und war in vielen Unternehmen unterwegs. Und was der Manuel besonders gerne macht, ist Geschichten einsammeln und Geschichten erzählen. Und davon haben wir heute Abend für euch ein ganz besonderes Märchen, eine ganz besonders schöne Geschichte mitgebracht. Und unsere Geschichte, die beginnt in einem ganz, ganz weit entfernten Land, viele, viele, viele Jahre vor unserer Zeit. Unsere Geschichte, die spielt in einem Märchenland und genauer gesagt auf einem ganz wunderschönen Schloss in einem riesigen Wald. Und auf diesem Schloss, da wohnte, wie soll es auch anders sein, da wohnte der König Karl II. Und der König Karl II., der war ein sehr, sehr alter und ein sehr, sehr weiser König. Der regierte das Land schon viele, viele, viele Jahre. Doch in den letzten Jahren, da wollte es irgendwie nicht so richtig gedeihen. Wir sehen hier auf der Karte, es gab große Ackerflächen, doch die Bauern, die hatten nach jahrelanger Monokultur kaum noch Erträge. Die konnten kaum noch Äpfel, Birnen, Weizen, da kam einfach nichts dabei rum und sie hatten großen Hunger. Auf der anderen Seite des Landes, da gab es eine große, große Bergkette und da lebten normalerweise immer Milchbauern und mit ihren Kühen. Und eigentlich gaben die Kühe immer, waren sie berühmt für ihre gute Milch, die gegeben haben, gefüttert mit den Wiesenkräutern von den Bergen. Doch die Kühe, die litten ganz schön unter dem Klimawandel und es gab nur noch wenig Milch und die Milch, die sie gegeben haben, die war ganz sauer und vergoren von den hohen Temperaturen. Und dann im Süden gab es zwar eine wilde Küste mit einem großen Meer und da hat es in der Vergangenheit immer viele Fische gegeben und die Fischer, die waren berühmt für den frischen Thunfisch, doch die Seefahrer, die waren in der letzten Zeit ein bisschen übermütig geworden, waren so hungrig gewesen, die hatten das Meer hoffnungslos überfischt und in den letzten Jahren, in den letzten Monaten kam einfach kaum noch ein Fisch bei denen ins Netz und die Meere waren überfischt. Das sorgte natürlich dann auch bei dem König für große Herausforderungen, denn wenn die Einwohner, wenn die Untertanen nichts mehr verdienten, dann konnten sie natürlich auch nichts abgeben. Das heißt, die Steuereinnahmen, die sinken, die schwanden zusehends dahin. Gleichzeitig hatte die Bevölkerung großen Hunger, das heißt, sie wurde total unzufrieden. Und was passiert dann natürlich? Die Untertanen verlassen das Königreich, denn links und rechts gab es Länder mit Königen, die waren total erfolgreich, wo es zumindest mal was zu essen gab.
Genau, und das konnte der König ja nicht auf sich sitzen lassen. Er hatte das probiert, was man so als König macht. Er hatte neue Gesetze erlassen. Das Land, das musste aufwärts gehen. Das hatte er verordnet. Er hatte eine etablierte Ritterberatung angeheuert, die durch das Land galoppierte, um die Bevölkerung zu überwachen und ein bisschen anzutreiben oder zu motivieren. Und er hat natürlich täglich eine Konferenz einberufen im großen Saal. Ihr kennt das wahrscheinlich, ja, wo man wöchentlich dazu kam mit weisen Leuten und viele Ideen hatte, viel beratschlagte. Und er hatte ein großes Innovationsprogramm für sein Königreich und für die Untertanen ausgesetzt, auch sehr probates Mittel weiterzukommen. Aber irgendwie fruchtete das alles nicht so, sondern ganz im Gegenteil. Das Problem blieb bestehen. Seine Untertanen waren immer noch total unzufrieden, wanderten ab in andere Ländereien. Und das wirkte sich natürlich auch ganz schlimm auf die Laune des Königs aus. Der war weiterhin total unglücklich, total schlecht gelaunt und es war überhaupt keine schöne Stimmung auf dem Schloss. Doch das Problem wurde immer schlimmer. Neben den Untertanen kamen auch mittlerweile so die harten Fakten zum Tragen, denn mit der aktuellen Prognose von seinem Schatzmeister wurde recht schnell deutlich, in spätestens 2 Jahren ist die königliche Schatztruhe leer. Und eine leere Schatztruhe bedeutete auch, dass das Schloss verlassen werden musste. Also der König war total verzweifelt und musste irgendwie an Geld kommen. Genau, und er überlegte, er hatte ja die Berater angeheuert und die Ritter, aber irgendwie gab es nicht so die richtige Idee. Und eines Abends, als er über sein Land blickte, da sagte er, ich muss mein Land neu ausrichten, ich muss eine neue Geschäftschance nutzen und die neue Geschäftschance sind Abenteuerreisen. Ich muss mir was überlegen, dass mein Königreich attraktiv wird für Urlauber, für Action-Touristen, für Leute, die das erleben wollen. Abenteuerreisen, das wird mein neues Geschäftsmodell, damit werde ich mein Königreich wieder erfolgreich machen. Und er hatte gehört, bevor man so ein Geschäftsmodell startet, sollte man sich über die Kunden, über die zukünftigen Kunden etwas informieren. Und er hatte Boten rausgeschickt. Und ein Bote kam zurück und berichtete von der Familie Neuländer. Die wohnt im Königreich rechts daneben, also rechts neben dem Königreich von König Karl. Und der berichtet und sagt, ja, die Familie Neuländer, das ist der Timo, 35, die Maria mit 30, mit den beiden Kindern. Das ist eine gut situierte Familie. Er ist Bauingenieur, sie ist Krankenschwester. Und das ist eine Familie, die möchte Freizeitmöglichkeiten haben, die möchte mit den Kindern was erleben in den Ferien und am Wochenende. Die haben leicht unterschiedliche Interessen. Der Timo mag eher so Sport und Berge. Die Maria mag es ein bisschen ruhiger, mag auch mal entspannen. Die Kinder lieben wie alle Kinder natürlich Tiere und Abenteuer. Und ihnen ist es wichtig, die Freizeit gemeinsam zu verbringen. Sie sind aber auch durchaus gern bereit, für diese Freizeit etwas zu bezahlen. Ihnen ist Qualität und Zuverlässigkeit wichtig. Sie haben ein kleines Vermögen, sie haben aber kein Opa und Oma mehr. Also sie wollen so ein richtig schönes Rundum-Sorglos-Paket. Und König, wenn du sowas anbietest, das sind deine neuen Kunden. Und der König hatte weitergelernt, okay, man setzt sich Ziele, aber man braucht irgendwelche Kriterien, um zu überprüfen, ob diese Ziele erfolgreich sind. Und das Ziel, was er jetzt ausrief in seinem Land, ist, wir mit dem Land oder ich mit dem Königreich will der beste und glücklichste Anbieter für Abenteuerreisen auf dieser ganzen Erde werden. Und er hatte sich 3 geschaffene Fakten überlegt, an denen er überprüfen kann, ob er bei diesem Weg auf dem richtigen Weg ist. Er möchte 10 Familien haben, die wirklich die Abenteuerreise ausprobiert haben. Und er möchte 3 verschiedene Abenteuermodule diesen Familie anbieten. Und er wird ein Untertanen-Roti machen über das Königreich. Und das soll über 4 liegen. Und dieses Ziel, das kommunizierte der König dann natürlich auch zu seinen Untertanen und ließ diese neue Vision überall im ganzen Land verkünden. Und das fiel als erstes mal auf natürlich total fruchtbaren Boden. Und die Untertanen, die sprühten, die flossen über für neue Ideen für dieses Ziel. Die Bauern im Norden, die hatten sich überlegt, unsere Ackerflächen, wir haben ein Pferd, wir steigen ins Kutschenbusiness ein. Das wird der Knaller. Kutschfahrten, das ist total viel Spaß. Bei unserem tollen Wetter hier oben, da hat die ganze Familie einen total tollen Tag. Dann in den Bergen, da fingen die Bergführer total begeistert an, sich Wanderrouten durch ihr schönes Gebirge zu überlegen und schon überlegt, welche Aussichtspunkte geplant werden konnten und wo es besonders, besonders schöne Wege auch für Kinder geben könnte. Und im Süden waren die Seefahrer sofort total begeistert und sagten, hier,
Wir haben die Boote, wir machen Bootstouren. Das wird der Knaller, das wird der Hit. Da verkaufen wir total viele Abenteuerreisen. Doch die Untertanen, die waren so begeistert und die stürzten sich so in die Planer rein, die Ideen wurden immer größer. Aus dem Kutschenbusiness wurde jetzt das Projekt Kutschenbahnhof. Die machten sich ans Planen und Designen von riesigen Ställen, von Kutschen, die total schnell fahren konnten in den verrücktesten Farben. Aus den Booten, aus den kleinen Schifferbooten sollten total große Kreuzfahrtschiffe bauen mit ganz viel Entertainment-Programm und 5 Restaurants, einem Fitnessstudio und einem Swimmingpool. Und statt einer einfachen Wanderroute sollte sofort ein Höhlenprojekt in den Bergen realisiert werden. Da wurde schon geschaut, okay, wo können wir jetzt denn das größte Loch in den Berg bohren? Da sagte der König erstmal, hörte sich das an und guckte sich seine Untertanen an und war erstmal total überwältigt und sagte, stopp, 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 lieben. Ich habe gar nicht so viel Geld, dass wir sofort einen Bahnhof, ein Kreuzfahrtschiff und eine unterirdische Höhle bauen können. Ich habe überhaupt gar nicht so viel Geld und ich bin mir auch überhaupt nicht sicher, ob unsere neuen und ob die Idee überhaupt funktioniert. Lasst uns doch erstmal eine kleine Idee ausprobieren, bevor ich mein gesamtes restliches Geld in diesen Länderumbau investiere. Sagt mir erstmal eure kleine Idee und dann versuchen wir mal einen kleinen Test zu machen und schauen, ob das überhaupt in die richtige Richtung geht, was ihr euch da überlegt. Und das machten die Untertanen dann auch. Also sie sagten, okay, die Bauern, die sagten dann, okay, statt so einem großen Kutschenbahnhof, dann nehmen wir jetzt erstmal den alten Ackergaul aus der Scheune raus und nehmen das alte Gespann und hübschen das ein bisschen auf. Ein paar Blumen tun es vielleicht auch. Und dann machen wir erstmal eine kleinere, einfache Wagentour. Die Fischerboote, die sagen, na gut, so ein Entertainment-Programm, das war vielleicht ein bisschen hoch gegriffen, wir verstehen das ja. Wir nehmen jetzt erstmal unsere Fischernetze, bauen die zu schönen Hängematten um und dann können die Kinder während der Bootstour schön über dem Wasser hängen. Und diejenigen, die sich schon an die Höhlen Ausarbeitung gemacht haben, die sagten, na gut, wir nehmen jetzt erstmal die Trampelwege, die wir von unseren Kühen schon kennen und machen daraus mal eine schöne Wanderroute, beschriften die schön und dann schauen wir mal, wie das klappt und statt so einer großen Höhle nehmen wir erstmal einfach ein ehemaliges Lager, das brauchen wir nicht mehr, das können wir aber schön dunkel machen, dann haben wir so eine kleine Kinderhöhle, dann testen wir das erstmal aus. Und was die Menschen dann feststellten, ist, dass die hatten ja vorher Pläne gemacht und die waren mehrere Jahre, hätten die gedauert, bis sie so eine Höhle gegraben hätten. Aber mit ihren neuen kleinen Ideen, das ging relativ schnell. Das dauerte nur wenige Wochen und sie konnten direkt sofort noch diesen Sommer die ersten Urlauber begrüßen. Und dann ging es auch tatsächlich los. Die ersten Urlauber, die kamen an und sie waren total begeistert. Sie machten ihre Kutschfahrten, sie probierten die Höhlentour aus und sie versuchten, die kamen aus den Hängematten, aus den Seebooten gar nicht mehr raus. Und ganz viele buchten sogar schon die Tour für das nächste Jahr. Dann hatte das natürlich auch einen Effekt auf die Untertanen, denn die sahen, dass sie total viel Erfolg hatten und fröhliche Gäste, fröhliche Besucher. Und sie konnten sehen, wie sie ihren Beitrag zum Wohl des Königreiches leisten konnten und sahen endlich wieder Sinn und Anerkennung in ihrer Arbeit und waren total glücklich. Und einen schönen Nebeneffekt hatte das natürlich auch, denn die Untertanen konnten so direkt, sofort und früh, schnell und viel über ihre Kunden lernen. Sie sahen zum Beispiel, dass auf den Booten, wenn man auf dem Meerwasser war mit der Sonne, dass da Getränke und Snacks total wichtig waren. Und die Bergführer in der umgebauten Lagerhöhle, die sahen, dass die meisten Kinder total viel Angst vor einer dunklen Höhle hatten und dass sie in so eine große, komplizierte, unterirdische Berghöhle gar nicht erst reingegangen werden mit kleinen Kindern. Also sie lernten ziemlich viel über ihre Ideen. Und dann schaute natürlich auch der König nach so ein paar Wochen mal wieder auf seine Bilanz und in seine Schatztruhe. Und er vernahm erstaunt und sehr erfreut, dass die Steuereinnahmen so langsam wieder sprudelten. Genau, nachdem das ja quasi im Moment angelaufen war, wie Caro sagte, sehr gut angelaufen war, holte er diesen Zettel wieder raus, den er abends geschrieben hatte und prüfte diese Kriterien, die er sich selbst auferlegt hatte. Ja? Und er wollte, dass 10 Familien die Abenteuerreise ausprobierten. Es waren natürlich weit mehr. Er hatte genau diese 3 Abenteuermodule und die Untertanen hatten noch Ideen für weitere Abenteuermodule. Aber sie waren noch nicht so ganz überzeugt. Also die jährliche Untertanenroute, diese Befragung, die er durchs Königreich brachte, die war noch nicht ganz beim Ziel.
Ziel 3,8. Aber der König war sicher, er war auf einem guten Weg und er kann genau diesen Weg entsprechend weitergehen, um sein letztendliches Ziel zu erreichen. Doch dann, eines Tages, kam ein Bote aus einem anderen fernen Land, wo König Grimbart lebte, und sagte dem König: Du, König Grimbart, der hat ganz tolle neue Ideen und der hat eine Wunderwaffe. Safe heißt diese Wunderwaffe. Und damit will er der erfolgreichste König der ganzen Welt werden. Und der König hörte dem Boten interessiert zu und sagte: Safe, das klingt ja interessant. Was hat es damit auf sich? Erzähl doch mal, lieber Bote. Und der Bote fing an, holte dieses Plakat heraus und sagte: Ja, König, so genau habe ich es nicht verstanden, so genau versteht es keiner, aber ich probiere das mal wiederzugeben, was mir dazu erklärt wurde. Ja, also safe ist, wenn du große Dinge hast, dann musst du anfangen mit einer Vision. Also du musst eine Vorstellung haben, so ein Satz, ein motivierender Satz, und den musst du als Mantra vor dir hertragen, damit quasi alle wissen, worum geht, dass dein ganzes Königreich dahinter steht. Und daraus leitest du sogenannte strategische Themen ab. Ja, das sind so etwas messbarere Formate, um immer zu gucken, bist du auf dem richtigen Weg, läuft das in die richtige Richtung, und du willst ja dein Geld und deine Ressourcen sinnvoll einsetzen. Und dann musst du so Arbeitspakete schnüren. Das nennt sich quasi Epics. Das sind Arbeitsaufträge, die du an dein Königreich gibst, damit Veränderung stattfindet. Was ganz wichtig ist aber, du musst eine gute Idee haben. Also dein Produkt, was du baust, das nennen die hier Solution. Ich weiß nicht genau, warum. Das Produkt, was du baust, das muss einfach gut sein, damit du erfolgreich bist. Und du bist natürlich erfolgreich, wenn du deinen Kunden verstehst. Also rede vorher mit den Leuten, was sie haben wollen, und bau das Richtige. Das ist dieser Kundenfokus. Am besten machst du das über eine Befragung, über direktes Reden. Und wenn deine Untertanen diese Epic-Ideen haben, die sind groß, mach nicht so viel groß. Du weißt nicht, ob das funktioniert. Schneide sie in kleine Portionen. Das nennt sich MVPs. Ich weiß nicht, für was das steht, aber es ist ganz wichtig, kleine Portionen MVPs. Probiere es aus, lerne, und dann wirst du diese erfolgreiche Lösung bauen. Und strukturiere dein Königreich ein bisschen. Also es gibt so Familien, das nennen die hier agile Teams. Das sind Familien von 5, 7 Leuten, die was besonders gut können. Und die strukturierst in größere Einheiten, also was wie Fischerkolonien oder Bergbauernkolonien. Und die nennst du Agile Release Trains. Ich weiß nicht, was es heißt, aber das sind diese größeren Einheiten. Die bauen eben die größeren Dinge. Und lieber König, was alles ganz wichtig ist, du musst das richtige Mindset und die richtige Kultur haben. Also du musst mit deinen Untertanen, mit den Kunden in der richtigen Art und Weise reden. Wir wissen, dass wir große Probleme haben, aber probiere es doch motivierend, probiere es mit Fakten, probiere es klar, weil wenn die Untertanen dich verstehen, dann werden sie dieses tolle Produkt kaufen, und wenn dieses Produkt so toll ist, dann werden die Kunden es lieben, und wenn die Kunden es lieben, dann werden wir alle total erfolgreich. Und das ist dieses Geheimnis von Safe. So habe ich es gehört, und genau das will König Grimbart machen. Und dann schaute der König sich das an und ließ das mal so ein bisschen Revue passieren, was der ferne Bote aus dem Nachbarland da ihm so überbracht hat. Und erst gab es richtig tiefe Falten auf der Stirn des Königs, und alle dachten schon: Oh, 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 jetzt wird er aber sauer, jetzt schmeißt er den hochkant aus unserem Saal heraus. Aber nein, der König schaute sich das an, und dann öffnete er langsam seinen Mund und sagte: Also wenn ich mir das jetzt so anschaue, ja, also die Vision, das könnte doch genauso meine neue Geschäftsidee mit den Abenteuerreisen gewesen sein. Dann hast du mir was von strategischen Themen erzählt, die müssen messbar sein, und da muss ich dann kontrollieren können, die muss ich nach einem halben Jahr nochmal anschauen, ob ich das kontrollieren kann, ob ich das erreiche. Das habe ich doch genauso gemacht mit meinem Ziel und meinen Fakten. Und auch meine Fakten habe ich mir gerade erst nochmal angeschaut. Dann Epics. Epics sind so große neue Ideen, hast du erzählt. Und ich habe doch Epics. Also eine Abenteuerreise ist doch, also eine größere Idee gibt es doch gar nicht. Dann hast du mir von dem Portfolio-Sync erzählt. Man trifft sich öfter mal und schaut auf den Status, auf dem Weg zur Erreichung der strategischen Ziele. Und auch das habe ich gerade gemacht und habe meine Ziele abgehakt, die ich erreicht habe. Also auch das mache ich schon. So, dann hast du mir erzählt, ich brauche eine Solution. Also ich habe das jetzt noch nicht so ganz verstanden, was dieses Wort bedeutet, aber mein Produkt nennt sich Abenteuerreise. Ich glaube, das ist eine richtig gute Solution. Dann soll ich den Kunden in den Mittelpunkt stellen, Kundenfokus. Und ich habe doch meine Familie Neubauer erschaffen und habe doch Recherche gemacht und mir überlegt, was denn mein idealer Kunde sein könnte. Und ich finde, meine Familie Neubauer, die ist mein idealer Kunde, da mache ich den ganz, die setze ich ganz schön in den Mittelpunkt hier. So,
Dann hast du gesagt, kleine Ideen oder MVPs. MVPs weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber ich erinnere mich noch, meine Untertanen, kannst du dich noch daran erinnern, wie die ihre große Höhle bauen wollten und direkt den Berg umgraben. Und da habe ich gesagt, mach doch erstmal eine kleine Wanderroute. Also mit einer kleinen Idee starten. Genau das haben wir gemacht und damit waren wir super erfolgreich. Das Letzte, was du mir jetzt erzählt hast, ist, dass man sich umstrukturieren muss. Man muss so agile, ja, ich weiß nicht so genau, agile Teams und so Züge, Trains muss man basteln. Und ganz ehrlich, also was Besseres als ein Team kann ich in meiner Familie gar nicht finden. Also ich finde, meine Familien sind super Teams und mehrere Familien sind meine Bauern, mein Bauerndorf, mein Seefahrerdörfchen und meine Bergführer in den hohen Bergen, die wären super Agile Release Trains geworden, glaube ich. Und das Letzte, was du mir erzählt hast, war was von Mindset und Kultur, dass man denen vertrauen soll, dass man ein Ziel vorgeben soll und dass sie sich das dann selber erarbeiten können. Und genau das habe ich doch gemacht. Ich habe meinen Untertanen vertraut, dass sie schon genau Experten sind für ihre Gebiete und dass wir genauso erfolgreich sein werden. Und dann wurde der König nochmal ganz still, nachdem er seine Gedanken geteilt hatte. Und dann rief er aus, ganz ehrlich, das mache ich doch schon. Und ich bin super erfolgreich damit. Und da blickte der König dann nochmal raus aus seinem Fenster. Und ihr habt gesehen, die Burg, die war etwas erhöht auf einem kleinen Berg. Und er konnte in alle Richtungen auf sein Königreich schauen und wurde auf einmal sehr, sehr zufrieden. Und da zeigte sich ein kleines Lächeln auf dem Gesicht des Königs und er sagte, das Wichtigste von Safe habe ich bereits gemacht und es geht meinem Königreich besser denn je. Ich muss mir keine Sorgen mehr um fremde Könige, leergefischte Seen oder verkümmerte Ernten machen. Dieses Safe, das ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Und damit sind wir ein bisschen am Ende von unserem Märchen. Wir haben probiert, dieses sogenannte Big Picture, was Safe ist, unten steht die Webseite, euch ein bisschen bildlich und ein bisschen spielerisch beizubringen. Und wer noch mehr wissen möchte, kann unten auf die Webseite gehen oder kann die Firma Kion oder die Firma Seibert Media fragen. Die kennen sich damit auch aus. Ja. Oder ihr könnt uns fragen. Wir sind mit unserem Standardprogramm durch. Jetzt kommt die Fragerunde oder ein bisschen die Kür. Hier sind nochmal die Kontaktdaten, falls ihr doch noch später Fragen habt, falls ihr erstmal eine Nacht drüber schlafen wollt oder so oder andere Ideen habt. Damit wären wir aber quasi mit dem Pflichtprogramm durch und der Felix wackelt schon ganz in seinem Stuhl und hat bestimmt ganz viele spannende Fragen. Also eine Frage habe ich, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, diese Erfahrung, diese Geschichte in einem Märchen zu verpacken? Das ist die erste Frage und die zweite, die gebe ich gleich mit. Wenn ihr jetzt mal den König Karl vergleicht mit Rudi Räuberhauptmann, also König Karl, dieses große Königreich, ja. Und Rudi Räuberhauptmann irgendwie so eine kleine Gruppe an sehr erfolgreichen Wegelagerern. Wie unterscheiden sich die Gruppen und was ist das Wichtigste, was der König Karl, also das wichtigste Konzept, was der König Karl mitnehmen sollte, wenn er fürs ganze Königreich oder ans ganze Königreich denkt? Wir fangen mal mit der ersten Frage an, Felix. Caro, wie sind wir auf die Idee mit dem Märchen gekommen? Ja, also ich muss ja sagen, kann ich dir einmal ein großes Danke sagen, dass du so ein bisschen, also wir sind beide, glaube ich, sehr große Geschichtenerzähler und haben ja schon viele Trainings miteinander gemacht und da haben wir einfach die Erfahrung gemacht, dass so Geschichten einfach total gut ankommen natürlich und dass die vor allem im Kopf bleiben. Und gerade jetzt in dem Setting, wo wir einfach erstmal nur einen ersten Impuls geben wollten, ihr habt ja gesehen, dass das Big Picture, so nennen wir das, wo das gesamte Save auf einem Bild drauf ist. Das ist ja wahnsinnig groß, da gibt es wahnsinnig viele Informationen drauf und wir wollten ja wirklich einfach nur so ein bisschen Appetit machen auf mehr. Und das kann man mit Geschichten ganz toll machen. Und da haben wir gesagt, da wollen wir einen Vortrag in diesem Format machen und dann ist der Manuel tatsächlich auf die Idee gekommen, hey, lass uns doch den König Karl als Beispiel nehmen. Und ja, so ist es dann peu à peu immer größer geworden. Und wir haben uns versucht, so die wichtigsten Aspekte in Safe aufzugreifen und in der Geschichte nochmal zu verarbeiten.
Jetzt probiere ich den zweiten Teil von Felix' Frage zu beantworten, wenn ich ihn noch habe. Ja, also es gibt ja immer mehrere Wege zum Ziel. Das war jetzt der Weg vom König Karl und jetzt hast du Rudi Oberhauptmann Hotzenplotz. Ja, es gibt auch andere Wege zum Ziel. Ja, wenn man halt nur überlegt, die Nachhaltigkeit von Rudi Oberhauptmann, also der ist schnell mal erfolgreich, der hat vielleicht auch schnell ein paar Kumpanen um sich. Aber ich weiß nicht, ob das langfristig wirklich eine stabile Lösung ist, so ein Räuberbusiness. Ja, und ich glaube, dieses Vorgehen, wie König Karl hat, auch schnell zu sein über diese MVPs, müssen wir mal nachgucken, was das genau ist. Aber mit einer gewissen Struktur dran zu gehen, ist dann, was Nachhaltigkeit angeht, besser und insbesondere dieses Thema Skalierung. Also er hat jetzt mit 3 Provinzen das gemacht. Vielleicht verbündet er sich im nächsten Märchen, im zweiten Teil mit anderen Königen und sie machen ein größeres Thema. Und das fällt, glaube ich, König Karl einfacher, sich mit anderen zu verbinden, als deinem Räuber Hotzenplotz. Mhm. Der jetzt mal, der versucht der kurzen Antwort. Also ich muss auch gestehen, ich tue mir relativ häufig schwer damit, das Geld halt eben irgendwie mal, also das Geld Agile Safe bildlich darzustellen. Und euer Vortrag war da wirklich sehr, sehr hilfreich und ich werde den jetzt immer wieder verwenden müssen. Es kam zudem auch noch eine Frage vom Stefan. Danke für den Vortrag. Habt ihr auch Erfahrung zu Nexus Scale Scrum? Vielleicht werdet ihr auch als Geschichtenerzähler einfach einen lukrativen Zweiterwerb jetzt aufbauen damit. Habt ihr auch zu dem Framework Erfahrung? Ja, also wir sind ja Kigon, der Spezialist für agile Frameworks, deshalb haben wir auch zu anderen Frameworks Erfahrung, aber man muss sich ja mal auf ein Thema fokussieren. Und für diese Tools for Agile Teams haben wir uns jetzt auf Safe fokussiert, aber wir nehmen die Anregung natürlich mal gerne unser Backlog mit. Ja, danke. Denkt ihr denn, dass ihr diese Märchen, diese Geschichte, dieses Narrativ auch auf andere Frameworks anwenden könntet? Also tatsächlich wäre ich noch daran interessiert, als Startup vielleicht euch da ganz groß rauszubringen. ob es so groß raus, aber ich würde ja allein aus dem Feedback von Stefan, was ja dann ein neuer Kunde für uns wäre, für die neue Idee, entnehmen, dass es ein Interesse und einen Markt gäbe. Von daher werden Caro und ich uns über Weihnachten vielleicht mit dem Thema mal beschäftigen und dann schauen wir mal, was wir denn nächstes Jahr draus machen. Ja, sind wir sehr gespannt. Die Weihnachtszeit passt ja auch ganz gut zur Märchenzeit und Geschichtenzeit. Also insofern, wir sind gespannt, was dann das neue Jahr an Erkenntnissen aus dem Hause Kegon diesbezüglich bringt. Genau. Also ich bezeichne ja das Big Picture gerne auch als Landkarte, das so ein bisschen zur Orientierung dient. Ob man es dann genauso macht, wie die Landkarte es vorschlägt, ist ja eine andere Frage. Aber man orientiert sich halt, man bekommt einen Überblick. Und da könnte man natürlich anknüpfen und sagen, naja, es gibt ja eben die Landkarte aus eurem Beispiel und dann die Elemente, die man drauf findet, die sind mit kleinen Geschichten hinterlegt. Das denke ich auch. Wenn wir jetzt an so ein Königreich denken, ist es ja häufig so, dass es dann verschiedene Interessensgruppen gibt. Die habt ihr ja auch skizziert, Bergführer und Fischer und so weiter und so fort. Und eine große Herausforderung ist ja, dass man häufig um die gleichen Ressourcen konkurriert. Und sich dann sozusagen gegenseitig die Ressourcen klaut und am Schluss kommt keiner wirklich voran. Was für eine Empfehlung könnt ihr an der Stelle uns mitgeben? Also wir haben es ja ein bisschen probiert zu verpacken. Das gesamte Königreich hatte ja ein Problem. Also wenn der König wenig Steuern hat, investiert er wenig in das Königreich und da leiden ja die Bergbauern wie die Seefahrer, wie die anderen unten dran da. Und ich glaube, dieses Ziel, dass man gemeinsam etwas erreichen muss und dass es eben nicht darum geht, wer jetzt mehr vom Kuchen bekommt oder wer jetzt mehr beteiligt ist, sondern dass alle gemeinsam anpacken müssen und der König eben ein Ziel vorgibt, aber die Leute selbst gestalten können, was ja so ein agiles Prinzip ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel, was man auch übertragen kann. Und wenn das Verständnis der verschiedenen Interessensgruppen eben hoch ist, würden die sich auch auf ein höheres allgemeines Ziel einlassen, auch wenn natürlich Seefahrer und Bergbauern und die andere Fraktion noch andere Interessen hatte. Also dieses Thema Alignment, also haben wir ein gemeinsames Ziel, haben wir vielleicht einen gemeinsamen Druck, gemeinsamen Schmerz vielleicht, uns bewegen zu müssen. Schmerz hilft in Transformationen manchmal. Ja, das ist so ein Erfolgsfaktor, den du nur bedingt als Berater beeinflussen kannst. Also der ist halt da, dann funktioniert es manchmal besser. Wenn er nicht da ist, funktioniert es manchmal auch. Das ist so ein bisschen die Geschichte dazu. Genau, und was wir jetzt hier in der Geschichte nicht so explizit drin haben, aber
wäre ja dann der nächste Schritt, den wir aus den agilen Methoden oder auch aus dem SAFe noch kennenlernen, vielleicht im zweiten Teil, wäre dann wirklich eine übergreifende gemeinsame Priorisierung zu machen, wenn man dieses Alignment hergestellt hat, sodass man dann wirklich ganz transparent sagen kann, okay, welche Ressourcen haben wir denn und welche Initiativen oder Ideen greifen denn auf die gleichen Ressourcen zu und welche trägt dann mehr oder weniger zu unserem übergreifenden Ziel bei und dass man das so gemeinsam diskutieren kann und Hauptsache, dass es wirklich transparent ist. Sehr schön. Schön, du hast schon einen zweiten Teil angesprochen, also das nehme ich mal als Versprechen. Da hast du ja gesehen, wie groß das Big Picture ist, also da kann man vieles nur zu erzählen. Ja, sehr schön. Ich hätte noch die Frage, ihr hattet jetzt einen doch recht einsichtigen und unterstützenden König. Was machen wir denn, wenn wir den halt eben noch etwas intensiver bewegen müssen, die richtigen Entscheidungen und Einsichten zu haben. Was habt ihr denn da an Märchen vielleicht zu erzählen? Naja, der König ist ja mit seinem Königreich nicht ganz alleine auf der Welt. Es gibt ja auch andere Könige. Und vielleicht schaut der König zu anderen Königen, die weiter sind. Dieser andere König, der eine Gefahr war, war jetzt noch nicht so weit. Das hatte der Bote halt ja nicht gewusst. Ja, aber manchmal setzt man sich ja Ziele, indem man andere anschaut und sagt, das will ich auch erreichen. Vielleicht gibt es ja nebendran ein Königreich mit noch viel höheren Provinzen und noch viel tolleren Ideen, wo der König sagt, jetzt habe ich mein Königreich in einem guten Zustand, aber es geht ja noch weiter und noch höher. Ja, und da wäre durchaus die Möglichkeit, dass der König auch über eine Vision und eine entsprechende Motivation sagt, ein gutes Königreich ist gut, aber ein besseres Königreich wäre besser, so ein bisschen nach dem Motto. Ne? Okay, wunderbar. Ich hätte noch sehr viel Lob kommt erstmal über den Chat rein, für die jetzt auch per YouTube nur zugeschaltet sind, für die im Hop-In sind, wäre es total super, wenn ihr den beiden die Möglichkeit gebt, halt eben auch Feedback mitzunehmen. Und das könnt ihr tun über den Fragebogen und den Link, den wir dort hinterlegt haben im Hop-In-Chat. Und ich denke mal, ich lese jetzt nochmal auch stellvertretend für andere den letzten Kommentar von Stefan vor, Stefan Loll in dem Fall. Danke für die Idee und den guten Vortrag. Den andauernden Loop des Continuous Improvement vermisse ich noch. Ja, man muss sich natürlich immer beschränken auf eine bestimmte Zeit und Stefan hat sicherlich recht. Wir haben uns für den Vortrag auf diesen Weg entschieden und wir hatten nicht den Anspruch, SAFe komplett vollständig zu erklären, sondern so ein paar Happen zu setzen. Also Stefan hat recht. Nächste Version. Danke, ja. Okay. Und dann noch die Ergänzung. Schön, dass die Caro gerade die gemeinsam genutzten Ressourcen erwähnt. Okay. Wenn noch jemand Fragen hat, tippt sie schnell in den Chat, dann können wir darauf gerne noch eingehen. Die beiden sind noch da. Und ansonsten auch hier das Angebot an alle. Man kann ja diese wunderschönen Sessions erstellen. Also auch wenn ihr in Austausch nochmal gehen wolltet zu eurem Thema mit den Besuchern, dann ist das durchaus möglich mit diesen Sessions auf der linken Seite. Dort kann man Sessions erstellen und kann eben auch dort mit mehreren Leuten sich treffen und auch im Videochat sich nochmal austauschen. Das ist eine sehr angenehme Möglichkeit an der Stelle. Genau. Ja, ansonsten sind der Manuel und ich morgen, also heute Abend und auch morgen, glaube ich, den ganzen Tag in der Konferenz irgendwo unterwegs. Ich bin mir nicht sicher, kann man sich Nachrichten schreiben oder sowas? Genau, man kann sich auch Nachrichten schreiben. Es gibt also die Möglichkeit der Direct Messages. Ihr könnt also nochmal nachgucken, wenn ihr euch die Namen jetzt von den beiden, von Caro und Manuel, nicht gemerkt habt, findet ihr das natürlich auch nochmal in der Übersicht und könnt auf der Basis dann eben auch nochmal in den Direct Messages, wenn ihr im Hop-In eingeloggt seid, eben auch die beiden ansprechen. Danke für das Angebot. Genau, und den Manuel sehen wir ja später nochmal, wenn dann König, wie heißt er? Karl. König Karl, beziehungsweise König Kurt. Der König Allen mit dem König, ich glaube Herbert, dann wetteifert und man dann so ein kleines Benchmarking macht, was ist denn jetzt die bessere Idee, der bessere Ansatz, da redet ihr dann oder redet der Manuel mit dem Kurt dann über sowas wie Tesla, ne? Genau. Und wie Tesla die Automobilwelt verändert. König Kurt, wer ihn dann kennenlernt, das sicherlich im Kopf bewahren. Das ist richtig. Okay, damit. Gut, dann könnten wir in die Pause gehen. Vielen Dank an euch beide. Ja. Danke. Super, vielen Dank. Schönen Abend wünsche ich euch noch. Danke, ciao. Euch auch, ciao.